dass du da bist. Lass uns gemeinsam in die Karten schauen. Und heute eine ganz andere Legung. Und zwar, ja, ich suche euch zwei aus. Ja, also ihr zwei seid ihr hier schon mal da. Und wir schauen jetzt, was zeigt ihr dir denn? Ja, lass uns doch. Oh, die Karte, was zeigt ihr dir denn generell? Aha. Was zeigte dir denn deine Zwillingsflamme? Was zeigte dir denn? Ja. Was zeigt er dir denn? Ja. So wie die Karten fallen, ich lasse sie jetzt mal springen. So. Also natürlich arbeite ich mit den gewohnten Karten, was ihr hier kennt, was auch verlinkt ist immer in dem Video. So, was zeigt ihr dir denn? 2, 4, 6, 7, 8, 9, genau. So. So, und wir lassen auch die nächsten Karten springen, denn das ist mir jetzt wirklich wichtig. Was zeigt ihr dir dann an so, was ist denn ersichtlich hier aus dieser Legung? Was sollst du hier erkennen heute? Was sollst du hier erkennen? Was sollst du hier erkennen? Was sollst du hier erkennen? Ja, das sage ich dir, was du hier erkennen kannst. Oh, die Karte ist runtergefallen. Also, die Karte ist runtergefallen. So, was zeigt er dir denn? Also die Zwillingsflammen, die kommunizieren ja über die Schwingungen, aber auch über die Gedanken, über die Gefühle und generell kommunizieren die, ne? Und ja. Wir schauen jetzt mal das Ganze hier auch wirklich an. Ja? Was kommuniziert der dir die Zwillingsflamme? Ja? So, was kommuniziert der dir? Dein Seelenzwilling. Er kommuniziert dir, dass er einen Neuanfang will. Ja, ist das nicht toll? Also, das zeigt er dir. Den Neuanfang. Er zeigt dir auch, dass das Ganze hier wirklich Potenzial hat mit euch zwei. Er zeigt dir auch wirklich, wie sehr er dich schätzt, wie tief seine Anziehungskraft ist, wie tief seine Gefühle für dich sind. Aus dem Vorleben bereits. Er zeigt dir das, er schreibt dir das nieder. Die tiefe Gefühle, das ist wirklich schicksalhaft. Das macht ihm richtig Angst, wenn er dahinter schaut. Das macht ihm richtig, richtig Angst. Das zeigt er dir. Es ist hier wirklich die Wahnsinnsanziehungskraft. Im Herzen, im Grunde diese ganze Unklarheiten, er sucht ja erstmal sich. Und wie kann man sich selbst finden? Also eine Zwillingsflammen finden sich in dem anderen. Die entdecken ihren wahren Ich in dem anderen, denn die schauen mit den Augen der Liebe und dann kommen sie an. Und auch diese tiefe, verborgene, mystische Gefühle, was jetzt da ist, also was du jetzt hier siehst, mit dem Mond und mit diesem Leidenschaft, da kommt ja auch hier diese Sehnsuchtsvolle nochmal hoch. Das sagt ja auch, er hat ja auch Sehnsucht nach dir und ja, ist auch risikobereit, weil das Ganze hat schon gereift. Also er möchte schon die Verbindlichkeit. Das Einzige natürlich in dieser Verbindung zeigt sich die Maske. Die Maske ist das, so wenn du jetzt die Maske abnimmst, das sind zwei identische Gesichter, ja? Also wenn du die Maske runterholst, also er zeigt dir auch sein wahres Ich ohne der Maske.
Aber das kennst du bereits, weil das bist du ja hier in dem Fall. Also ihr seid gleich. Und es geht um diese tiefe Seelenliebe zu leben und komplett in eine neue Richtung zu gehen. Von Herz zu Herz über die Brücke zu gehen und in diese tiefe, tiefe Verankerung. Ne, bei euch zwei. Es geht auch darum, dass hier ja, so eine tiefe Erkenntnis von dir auch kommt, eine tiefe Erkenntnis von dir kommt. Und es geht auch wirklich darum, dass hier diese tiefe Liebe, was da ist, dass du dir das vielleicht auch verbietest. Und das sollst du nicht tun. Das sollst du also auf jeden Fall loslassen, weil das bringt dich auch hier nicht weiter. So, er zeigt dir auch, dass er Kraft hat, dass er Kraft und Freude hat, dass er auf dich zukommen kann. Und was zeigt dir das dann noch? Also es zeigt dir dann noch auf jeden Fall, dass hier die Freiheit da ist, dass er sich selber befreien kann von seinen Gedanken und seinen Gefühlen, was auch nicht in Einklang ist. Also das wird er dir auch zeigen. Und er wird dir auch zeigen, ist mir die Karte gefallen. Er wird dir auch zeigen, dass hier diese Leugnungen vorbei sind, dass er sagt, ich stehe zu meiner Angst, setze jedoch bewusste Einsicht an ihre Seite. Ja, Einsicht, Einsicht, Einsicht. Was heißt Einsicht? Ja, es geht auch darum, ja, dass er sein Herz öffnen wird. Also er wird dir zeigen, du darfst ohne Angst lieben. Mach dein Herz auf, um die höchste alle Energien zu geben und zu empfangen. Ja, und jetzt noch eine Herzkarte. Er wird sich dir hingeben. Das zeigte dir. Lass los und alles wird gut werden. Also wenn er da bereit ist, dann zeigt er dir auch wirklich ja seine Gefühle. Ja, das war jetzt für dich die Legung. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like, über ein Abo, über einen Kommentar sowieso. Ich sage danke und bis ganz bald.